Mit Titulierungen ist man immer ganz schnell bei der Hand bei Neuinszenierungen. So auch heute Abend oder für heute Abend bei den Salzburger Pfingstfestspielen. Da schrieb man, das sei House of Cards auf die Opernbühne gebracht. Das stimmt natürlich nicht. Robert Carson, der Regisseur, der bekanntlich auch heuer in Salzburg für den neuen Jedermann im Sommer verantwortlich ist, der hat das Ganze schon ins Heute geholt. Das spielt in Italien. Wahrscheinlich dreht es sich hier um einen Staatspräsidenten oder auch um den Premierminister. Das ist, wie gesagt, in die Gegenwart geholt, ohne dass man eine billige Tagesschau-Oper draus gemacht hat. Und bevor man das Konzept redet, muss man sagen, Robert Carson ist in dem Sinne ein Altmeister im besten Sinne. Der weiß einfach ganz genau ums Handwerk. Der weiß, was auf der Bühne wo stehen muss, wer wie auftritt, wie sich Figuren zueinander verhalten, ganz stark in der Szene zwischen Sesto und Titus. Das ist einfach ein sehr großes Handwerk, ein sehr großartiges Handwerk, was er hier zeigt. Und wie gesagt, diese ganze Geschichte, das ist in Italien von heute. Dieser Titus könnte sein, ein Premierminister, der würde jetzt nach deutschem Modell bei der SPD sein, nicht bei der FDP oder bei der CDU. Der hat was übrig für das Volk, hat es für das Soziale etwas übrig und der hat das Problem, dass er andauernd verraten wird hier. Daniel Behle singt diesen Titus, ist, glaube ich, sein erster gewesen und er schafft sowas wie die Quadratur des Kreises. Ist bei dieser Rolle nicht ganz einfach. Man muss mitbringen Flexibilität, Koloraturfähigkeit, sehr viel Lyrisches auch für das Melos und eine gewisse Stabilität in der Stimme, sowas Prä-Heldisches. Das hat Daniel Behle alles. Cecilia Bartoli, die Intendantin der Pfingstfestspiele, singt witzigerweise ihren ersten szenischen Sesto auf der Bühne, obwohl sie die beiden großen Arien schon x-mal gesungen und eingespielt hat. Natürlich ist die Stimme etwas herber geworden, aber die Bartoli macht daraus etwas sehr Existenzielles aus diesem Sesto und dem nimmt man diese Zerrissenheit ab. Apropos dem, hier ist wirklich Sesto und Anjo sind Frauen. Die Geschlechter verwischen hier, das ist aber auch nicht so eine billige Gendernummer. Man ist es irgendwann vollkommen egal, wer wen hier liebt, ohne dass das irgendwie jetzt eine, ja, vielleicht sogar so eine Transengeschichte wird. Barry Kosky hätte das vielleicht anders inszeniert. Wie gesagt, Robert Carson hat die sehr schlüssig gemacht, diese Regie, und am Schluss mit einem sehr bösen Ausgang, der jetzt nicht verraten wird. Der glaubt einfach nicht an diese Clemenza, dass die sich durchsetzt bei den Politikern. Dieser Titus wird, jetzt sage ich es doch, am Schluss ermordet, nachdem es zum Schluss vom ersten Akt schon mal einen Sturm aufs Kapitol gab. Und der ist sehr, sehr wörtlich zu nehmen. Wir sehen Fernsehausschnitte vom damaligen Sturm auf das amerikanische Kapitol. Gianluca Capuano, der Haus- und Hofdirigent der Bartoli, macht das mit seinem Orchester aus Monaco sehr, sehr farbig, sehr, sehr flott. Das ist so ein bisschen atemlos durch die Nacht und das Parlament. Steht dieser Oper aber sehr, sehr gut. Man hört eine sehr angereicherte Interpretation, sehr, sehr farbig, wie gesagt, sehr, sehr flott. Manchmal wundert man sich, dass das Orchester das überhaupt noch da spielen kann, aber dadurch wird diese Staatstragende dieses Stücks aufgehoben und umgemünzt auch in ein Sturm- und Drangstück. Also wenn es wirklich mal züngeln soll im Orchester oder auf der Bühne, dann hört man das im Orchester sehr, sehr stark heraus, als ob das ein junger, wilder Mozart komponiert hätte. Großer Erfolg heute Abend, Robert Carson bekam ein paar Boos, verstehe ich nicht ganz, aber wahrscheinlich haben sich manche Leute ein bisschen wiedererkannt.